Gehe ich doch noch mal hier nach nebenan. Oder ist da noch was? Nee. Aber hier ist doch auch nichts. Gewindeschneider. Da oben kommt sie ja nicht dran. Ja, also Nina hat das schon sehr gut vermutet. Mit einem Gewindeschneider schneidet man Gewinde, aber dazu müsste ich als handwerklich nicht Begabte wissen, was für ein Gewinde. Doch hier jetzt gar nicht so viele Möglichkeiten. Das kann ja nicht so schwer sein. Papierhandtücher. Ah! Ah, das geht. Gut, und jetzt Funken? Der Funkenschlag des Bohrers hat das Papier in Brand gesetzt. Gut, dann nimmst du doch einfach das brennende Papier. Nee. Ich hab's tatsächlich geschafft, mit einer Bohrmaschine ein Feuerchen zu machen. Nicht schlecht, Nina. Wirklich nicht schlecht. Ja, ganz toll. Jetzt müssen wir dieses Ding... Und nu? Nina, geh mal zur Seite. Können wir jetzt die Platte nehmen? Ich habe keine Ahnung. Silikon... Pümpel... Ich habe nicht so viele Möglichkeiten. Ich erfriere gleich, aber zumindest ist im Schlüssel jetzt schön warm. Ja, alles klar. Jetzt funktioniert's. Und wehe, gleich kommt wieder irgendeine Fehlermeldung und alles stürzt ab. Der heiße Schlüssel schmilzt das Eis. So, jetzt ist das Schloss offen. Ja, dann gehen wir direkt mal durch. Juhu, keine Fehlermeldung. Was ist das denn hier? Metallspitzen. Merkwürdige Konstruktion. Ich meine mal gelesen zu haben, dass mit so etwas empfindliche Geräte vor Störsignalen geschützt werden. Tatsächlich, ist das so? Ich vermute mal, dass man über die Zahleneingabe eine Brücke zum Raum auf der anderen Seite rausfahren kann. Okay, und die Kombination haben wir sowieso noch nicht. Plattform? Ein Lastenaufzug. Von hier aus gibt es aber anscheinend keine Möglichkeit, den Aufzug hochzuholen. Ah, das kriegen wir schon irgendwie hin. So, wir können jetzt... Daher? Daher und hier ist auch noch ein Aufzug. Sieht aus wie ein Fahrstuhlschacht. Der passende Fahrstuhl ist aber nirgends zu sehen. Ohne Fahrstuhl? Heute ist mir ausnahmsweise mal nicht danach, Abgründe runterzuspringen. Vielleicht morgen wieder. Na gut, vielleicht morgen. Ich gehe erstmal hier hin, da ist es so schön rot. Oh, hier scheint wohl so etwas wie ein Kontrollraum zu sein. Und was ist das da unten? Kommandozentrale. Oleg! Problem gelöst? Noch nicht ganz, aber ich habe zumindest unseren Saboteur gefunden. Es gab da eben einen furchtbar bedauerlichen Unfall. So ein Pech aber auch. Was macht das Wasser? Das ist jetzt nicht so wichtig, ich brauche sie hier. Oleg, darf ich vorstellen? Professor Charles Roy, unsere wissenschaftliche Leiterin. Es ist mir eine Freude. Ja, ja, sparen Sie sich das. Wir haben's eilig. Der Chef wird in Kürze hier eintreffen und dann will ich alles startklar haben. Oleg, Sergei und diese Nicole Charles Roy. Scheint eine Art Vollversammlung von allem menschlichen Abschaum dieser Erde zu sein. Am liebsten würde ich jetzt durchs Fenster springen und allen dreien... Aber was machen die da unten überhaupt? Und was ist das für eine Maschine? Ich weiß ja nicht wirklich, was hier vor sich geht, aber ich bin mir dafür umso sicherer, dass es irgendeine ganz miese Nummer ist. Und ich weiß, sobald ich auch nur eine klitzekleine Möglichkeit dazu kriegen sollte, dann werde ich denen ganz gewaltig in die Suppe spucken. Und ich frag mich, wer ist dieser Chef, von dem sie geredet hat? Also ich meine, jetzt ist Oleg da, der Sergej ist da, sie ist da, wer ist denn jetzt noch der oberste Boss da? Gut, hier gucke ich erstmal rein. In der Höhle des Löwen, irgendwo in der Kälte. Nicole, Charrois, Oleg und Sergej sind hier. Noch erstaunlicher als diese Tatsache ist jedoch die seltsame Maschine. Was haben die damit vor? Ja, das frage ich mich auch, irgendwelche Außerirdischen holen. Sehen alle unheimlich kompliziert aus. Zumindest für jemanden, der davon unheimlich wenig Ahnung hat.
Ah, Nina, drück doch einfach irgendwelche Knöpfe. Hier sind 3000 Schalter und keiner ist beschriftet. Ich versuch's gar nicht erst. Doch, jag das ganze Ding hier in die Luft. Auf keinem der Monitore ist jemand zu sehen. Wahrscheinlich kann man irgendwo zwischen den Räumen hin und her schalten. Aber ich finde die entsprechenden Knöpfe nicht. Was mir gerade so in den Sinn kommt, der Chef von dem Ganzen, das ist ja wohl nicht der, Wladimir, oder? Also ihr Vater. Die scheinen da unten alle schwer beschäftigt zu sein. Die Zeit sollte ich nutzen. Das will ich ja mal nicht hoffen, dass der Vater da auch noch mit drin hängt. Dass der gar nicht entführt wurde, sondern... Ein einsamer Sprengkörper ist noch drin. Ich nehme ihn mal an mich. Ja, Nina, was in die Luft sprengen, ne? Das kannst du gut. Ein riesiger Plasmabildschirm. Wow, hätte ich gerne für zu Hause. Videorekorder. Geil, ein riesen Plasmabildschirm und dann ein Videorekorder. Wozu brauchen die so viele Videorekorder? Warum nehmen die keine DVD-Player, Blu-ray? Wie auch immer. Nirgends eine Kassette drin. Ah, wir müssen bestimmt eine Kassette finden von der Nicole, zusammen mit Oleg und Sergej in den besten Posen. Auf jeden Fall scheint hier jetzt nicht mehr so viel zu sein. Gehen wir doch einfach mal darunter. Ach, hier waren doch Oleg und Sergej und haben irgendwas an der Maschine gemacht. Ich glaube, das ist eine Wasserpumpe. Sie läuft aber nicht. Ist bestimmt verantwortlich für fließendes Wasser und die Heizung. Deswegen ist es hier drin wohl auch so kalt. Ja, bestimmt. Gibt keinen Mucks von sich. Da stimmt was nicht. Da blinken ja auch rote Knöpfe. Wahrscheinlich ist da gar kein Strom drauf. Ach, hier ist der Lastenaufzug. Keine Ahnung, wozu der gut ist. Oh, Nina, das kannst du dir ja wohl denken. Passiert nichts. Vielleicht ist der Schalter kaputt. Ja, da scheint überall kein Strom zu sein. Aber wenigstens steht hier eine Angel, was auch ganz sinnvoll ist. Eine ganz normale Angel, ohne jeglichen Schnickschnack. Dafür aber recht robust. Ja, klasse. Kann man hier auch bestimmt gut gebrauchen. Haben wir denn alles? Was ist das? Salz? Salz. Kommt wohl aus dem Sack da oben. Das bisschen reicht gerade mal für ein Frühstücksei. So viel macht die auf ihr Frühstücksei? Na geil. Also bei der möchte ich nicht frühstücken und ich weiß nicht, ob Max das will. Apropos Max, ich vermisse ihn schon. Da geht's nach draußen. Ich friere mir ja hier drinnen schon den Hintern ab und wärmer wird es da bestimmt nicht sein. In diesen Klamotten kriegen mich da keine 10 Eisbären raus. Ey, überall geht sie mit den Sachen hin, ne? Und dann ist es ihr zu kalt. Naja, okay. Kann ich irgendwas damit machen? Irgendwas hier in die Luft sprengen? Oder irgendwo Silikon dran klatschen? Oder mit dem Gewindeschneider ein Gewinde schneiden? Nein. Oder mit dem Pümpel? Nein. Gut, dann müssen wir wohl wieder hoch. Was ist da denn? Der Lastenaufzug macht keinen sehr stabilen Eindruck. Eins der Seile ist schon gerissen. Das daneben sieht auch nicht aus, als ob es noch lange halten würde. Okay, also müssen wir... Nein, nicht an die Maschine, sondern irgendwo noch was anderes machen. Aber was? Wir haben ja auch hier keine Zahlenkombination. Ich vermute mal... Ich habe nicht mal einen Anhaltspunkt, was ich da eingeben muss. Und was passiert, wenn ich zu oft die falsche Kombination eingebe? Ich sollte mich erstmal nach Hinweisen umschauen. Vielleicht hast du schon gemerkt, dass hier irgendwo Hinweise sind, Nina. Habe ich hier was vergessen? Nein, nein, nein. Ah, das bringt's ja auch alles nicht. Ist doch alles sinnlos. Mich stört dieser Gewindeschneider. Aber richtig. Gut, hier gibt's nichts. Dann wohl doch nochmal hier rein. So, wir haben einen Brutkasten. Wir haben einen Schraubstock. Wir haben eine Angel. Und eine Bohrmaschine. Und wir haben eine ahnungslose Trash, die keinen Plan hat, was man mit diesen Gegenständen hier machen kann. Ah, wir hatten doch da noch die Kamera. Können wir die...
Nein, können wir nicht. Ich habe nicht wirklich übermäßig Lust, mich jetzt als Klempner zu betätigen. Eigentlich will ich hier nur raus. Nein, das wäre doch total die super Idee. Dann können wir die Badewanne mit Wasser füllen. Okay, dann müssen wir scheinbar nichts hier in diesem Raum machen. Ich gucke jetzt nochmal, ob ich hier irgendwas kombinieren kann, aber ich glaube, es sieht schlecht aus. Ich habe auch die Befürchtung, dass wir... Naja, was heißt die Befürchtung? Aber dass wir hier gar nichts machen können, sondern erstmal irgendwo hier runter müssen. Oder hier was machen müssen. Aber mit der Zugbrücke, das geht noch nicht. So, das war der Aufzug. Da ist doch auch noch ein Aufzug mit den ganzen Klamotten. Und was ist mit der Maschine und warum geht die nicht an? Und was ist mit dem Salz und was kann ich hier tun? Und warum ist es hier drin überhaupt überall vereist? Das ist doch dämlich. Das ist doch richtig dämlich. Der Lastenaufzug macht keinen sehr stabilen Eindruck. Ja, das hatten wir schon. Was muss ich machen? Ich brauche, damit ich nach draußen komme, warme Sachen. Und ich muss diese Maschine hier ankriegen. Aber wie? Silikon? Nein, Nina. Du sollst da nicht hingehen. Moment. Silikon. Sprengstoff. Ich muss doch irgendwie den Kram darunter kriegen. Vielleicht mit der Angel. Nee, das ist alles sinnlos. Ich kann hier nichts machen. Nee. Na gut, dann gehe ich halt wieder nach oben. Ein Lastenaufzug. Von hier aus gibt es aber anscheinend keine Möglichkeit. Ja, dann nicht, aber... Was ist denn da? Sieht aus wie ein Fahrstuhlschacht. Der passende Fahrstuhl ist ab. Aber können wir denn das Zeug... Ich weiß ja nicht, man sieht doch gar nicht, was da drauf liegt. Kann man das denn vielleicht irgendwie mit der Angel hier so runterholen oder das? Geht das? Vielleicht kann ich einen der leichteren Packungen cool. hochziehen. Ja, dann mach mal, Nina. Angel mal schön. Was auch immer du dir da gerade angelst. Aber es wird schon sinnvoll sein. Winterklamotten. Das ist doch mal ein Fang. Schon viel besser. Nein, Welt. Da lagen gerade Winterklamotten. Genau in ihrer Größe. Ach Gott, diese Stiefelchen, die sind ja jetzt auch modern. Also waren diesen Winter. Habe ich nicht getragen, finde ich nicht schön. Sag mir bitte irgendjemand, dass ich träume. Wo bin ich denn hier gelandet? Antarktis? Hier wird mich nie jemand finden. Das kann ich vergessen. Wie geil, so viel Schnee. Ist das schön. Und die Forschungsstation sieht immer noch total Banane aus. Moment, das ist die ja gar nicht, aber es ist eine andere, die auch Banane aussieht. Der Bau der Station hat bestimmt Unsummen verschlungen. Jemand muss sich davon eine ganze Menge versprechen. Vor allem da oben mit so einer Kuppel drauf, wie beim Planetarium. Da ist doch auch immer so eine Kuppel und dann mit so einem Dach, was man aufmachen kann. Eimer. Ein 10-Liter-Eimer. Eimer sind immer super. Da könntest du zum Beispiel Salz drin transportieren. So, wo kann ich denn jetzt hier hin? Rechts? Was ist da denn? Antennenwald. Ein riesiges Feld voll mit diesen komischen Dingern. Ich nehme an, dass da Antennen drin sind. Aber was macht man damit? Signale empfangen oder Signale senden? Die Leistung der Anlage dürfte jedenfalls gigantisch sein.